Inside Health – Gesundheitspolitik im Fokus. Ein Podcast von und mit Asklepios CEO Kai Hankeln. Vorletzter Platz im Digital Health Index der Bertelsmann Stiftung 2018. In Deutschland hakt es in Sachen Digitalisierung des Gesundheitswesens. Wir erinnern uns beispielhaft an das Scheitern der elektronischen Gesundheitskarte, die 2007 vom Deutschen Ärztetag abgelehnt wurde, oder daran, dass Gesundheitsämter in der Corona-Pandemie zur Datenübermittlung Faxgeräte benutzten. Die Bundesregierung gelobt Besserung. Sie will digitale Innovationen trotz hoher Datenschutzhürden aktiv vorantreiben, um international anschlussfähig zu werden und die ohnehin knappen personellen Ressourcen künftig gezielter einsetzen zu können. Wo also stehen wir in Sachen Telemedizin, Smart Hospitals und Co.? Inwiefern kann die angestrebte digitale Revolution dazu beitragen, die medizinische Versorgung von Patientinnen und Patienten zu verbessern und Krankheiten im besten Falle gar nicht erst entstehen zu lassen? Unter anderem darüber spricht Asklepios CEO Kai Hankeln mit seinem heutigen Gast, Inga Bergen, selbst Podcast-Host, Digitalvisionärin und ehemalige CEO verschiedener Startups. Liebe Frau Bergen, herzlich willkommen in unserem Podcast. Sie selbst sind bekannt mit Ihrem eigenen Podcast Visionäre der Gesundheit. Und heute ist es ja mal andersrum. Wie fühlt sich das für Sie an? Ich finde es ja immer toll, mit Leuten zu sprechen und auch eingeladen zu werden. Und ja, wir sitzen gerade in Hamburg in Ihrem Headquarter, kann man sagen, oder? Ja. Wo ich noch nie war. Und das ist ein schöner Anlass, mal hier vorbeizukommen. Und ich hoffe, ja, dass wir ein spannendes Gespräch heute führen. Wie sind Sie zu Ihrem Podcast gekommen? Das war eine relativ spontane Idee. Mit Larissa Middendorf hatte ich die. Wir haben damals zusammen in einem Startup gearbeitet. Und es war schon klar, dass wir, also ich war CEO, sie war Marketingmitarbeiterin, dass wir nochmal eine Runde drehen müssen und den Go-to-Market zurückziehen müssen, um das Produkt weiterzuentwickeln. Und dann sind viele unserer Aufgaben so weggebrochen. Und dann dachten wir, wir machen einen Podcast mit dem Ziel, zu zeigen, wie viel Innovation es doch in Deutschland gibt. Denn ich weiß nicht, ob es kulturell bedingt ist, aber in Deutschland sind wir sehr gut darin, ganz viel uns selbst zu erzählen, wie schlecht alles ist, was in weiten Teilen ja auch stimmt. Aber es gibt eben auch sehr viele Menschen, die gerade im Bereich Digitalisierung sehr viel vorantreiben, auch im Gesundheitswesen. Und das wollten wir einfach positiv nach vorne stellen. Und so ist der Podcast entstanden. Aber im Gesundheitswesen ist es ja in Deutschland eigentlich andersrum. Da reden wir uns ja immer ein, dass wir das beste Gesundheitssystem der Welt haben. Ja, stimmt. Jetzt muss ich sagen, das reden wir uns ein. Wir alle wissen natürlich, dass das nicht stimmt. Also, dass das in weiten Teilen nicht stimmt. Wenn man Statistiken bemüht, dann wissen wir, auch bei Covid hatten wir eine relativ hohe Sterblichkeitsrate, wenn die Leute hospitalisiert wurden. Und es gibt total viele Zahlen, auf die man dann immer wieder stößt, die eigentlich das Gegenteil belegen. Das ist etwas, was mich auch total erstaunt. Also, warum haben Sie sich für ausgerechnet diese Branche Gesundheit interessiert, weil die ja eigentlich als nicht unbedingt innovativ gilt? Gesundheit und Medizin ist ja per se Innovation. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel mal auf Medizintechnik oder pharmazeutische Industrie schaut, dann ist das ja per se sehr innovationsgetrieben. Also das lebt ja davon, immer wieder etwas Neues zu erfinden. Und ich finde es halt einfach interessant, irgendwas Sinnhaftes zu machen. Deswegen bin ich so ein bisschen im Gesundheitswesen hängen geblieben. Ich sehe, wir springen etwas durch die Themen. Nö, Sie werden gleich die Linie entdecken. Okay, alles klar. Nee, also ich sehe nicht, dass das Gesundheitswesen nicht innovativ ist. Ich sehe, dass Gesundheit und Medizin nicht innovativ sind, das stimmt nicht. Aber das Gesundheitswesen per se ist sehr veränderungsresistent, das kann man schon so sagen, weil es eben auf ganz vielen Ebenen an einem Strang gezogen werden müsste, damit Veränderung geschieht. Und das passiert ganz oft nicht, weil das wissen Sie ja auch. Es gibt eine Veränderung oder eine Innovation und dann werden 10 Milliarden von A nach B geschoben. Und deswegen gibt es aus meiner Sicht total viel Resistenz gegen Veränderung im Gesundheitswesen. Auf der anderen Seite ist es eben auch eines der spannendsten Bereiche, weil es so komplex ist und so kompliziert und weil es eben nicht so einfach ist,
da Innovationen umzusetzen. Und das finde ich halt total interessant. Und da kommt jetzt die kleine Übung zum Warmwerden. Mhm. Sie kennen das wahrscheinlich. Das ist jetzt, was ich Frau Bergen zeige, ein GKV-Systemchart von Premium Circle. Wir werden das in den Notes natürlich einblenden für alle Hörer. Aber das zeigt jetzt ein bisschen das Gesundheitssystem auf einer A4-Seite, also ohne PKV und Co., also private Krankenversicherung. Und das zeigt, glaube ich, die Komplexität des Systems und die Verkrustung. Und ich sage mal, das ist eigentlich der Beweis, dieses System kann man gar nicht mehr reformieren. Und Innovationen in diesem System zu finden, das System schlägt sich selbst. Ja, genau. Das Interessante ist, was Sie jetzt gerade gar nicht gesagt haben, aber ich kenne natürlich dieses Chart. Sie brauchen eine Lupe, ne? Nee. Ich benutze das auch gerne, um einfach zu zeigen, wo findet der Patient oder die Patientin hier statt. Die finden hier statt als GKV-Versicherte. Das ist hier so ganz klein grün in der Ecke. Das ist auch nur einmal erwähnt. Ich komme ja sozusagen aus der Unternehmerwelt und aus der Welt, in der man digitale Innovation irgendwo entwickelt. Und ich habe dieses Chart erst sehr spät gekannt, zum Glück. Sonst hätten Sie sich nicht für Gesundheit entschieden. Ich glaube, so kann man eben nicht rangehen. Also das ist so ein bisschen ein deutsches Ding, dass wir gerne überlegen, wie können wir das denn jetzt auf allen Ebenen irgendwie passend für so ein System machen. Und das geht aber einfach nicht. Also wie Sie es gerade eben gesagt haben, das Gesundheitssystem, hat mir mal übrigens ein KV-Vertreter gesagt, das sei nicht innovationsresistent, sondern das sei einfach resilient, was es ja auch sein müsste, um in Krisen gut zu bestehen. Also da gibt es, sagen wir, unterschiedliche Perspektiven auf diese Grafik. Es gibt auch Leute, die sagen, das ist so verzahnt, das ist einfach stabil. Ja, also diese Perspektive gibt es auch. Meine Perspektive bei Innovation wäre immer zu schauen, wo ist ein Eintrittspunkt, wo kann man etwas machen und wo kann man auch etwas anbieten, wo Bedarf eben da ist, was jetzt nicht voraussetzt, dass sich eben dieses gesamte System sofort verändert, weil dann ist man in 1000 Beharrungskräften drin und kann gar nichts wirklich umsetzen. Ja, meine Perspektive ist eigentlich immer eher, was hat uns dazu getrieben, ein System derart komplex und voneinander abhängig zu machen und wie kann ich es, und das ist der Prozessgedanke, wie kann ich in einem solchen System eben einfachere Prozesse machen, damit der ursprüngliche Gedanke von Bismarck, Zugang für jeden zur Gesundheit, und der ist ja fantastisch, damit der erhalten bleibt, weil ein solches System führt irgendwann dazu, dass eben der Zugang so schwer ist für die Einzelnen, das System so undurchschaubar, dass es selbst uns als Experten ja häufig schwerfällt, Menschen zu erklären, warum, was, wie ist. Ja, genau. Also wenn Sie mich das jetzt fragen würden, dann würde ich das mit mehreren Punkten beantworten. Zum einen haben wir ein föderales System, das macht erstmal vieles kompliziert. Da wird dann schon die Hälfte Komplexität rausgehen. Ja. Genau. Dann haben wir natürlich sehr viel Geld. Das ist auch ein Thema. Wir haben sehr viel Geld in diesem System. Ich glaube 11 oder 12 oder 13% des Bruttoinlandsproduktes. Das steigt auch jedes Jahr. Und 95% sind ja, oder 90% sind in der GKV. Das heißt, hier liegt sehr viel Geld. Und da entwickeln sich Eigeninteressen, über die niemand gerne spricht im Gesundheitswesen. Wir sprechen im Gesundheitswesen über Geld gerne als Letztes. Es wird immer gesagt, wir wollen doch alles im Sinne der Patientinnen und Patienten machen. Und Geld, also der Motivator per se, der kommt als Letztes. Das ist ein zweites Thema. Und das dritte ist, glaube ich, auch ein kulturelles Thema, dieses Verbastelte. Neulich hat ein Freund von mir gesagt, jetzt gibt es 100 Milliarden für die Bundeswehr, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht ein Gebäude mit besonders schönen Toiletten daraus bauen, weil wir dieses Verbastelte haben, diesen Perfektionismus im Detail. Und das sind aus meiner Sicht die größten Herausforderungen. Deswegen würde ich sagen, man muss Innovation eigentlich parallel zum System bauen und einzelne, sagen wir, überschaubare oder bewältigbare Verbindungspunkte schaffen. So würde ich versuchen, immer ranzugehen, weil sobald man sich in das System begibt, dann gibt es den schönen Spruch vom System geküsst. Irgendwann wird man dann auch komplett blind und kann auch gar nicht mehr frei denken.
Ja, ja, also so viele Jahre, wie ich jetzt schon in diesem System bin, könnte das auf mich zutreffen. Mhm. Aber jetzt dass haben Sie vom System geküsst sind? Oder? Nee, eher, dass ich davon blind werde. Ich kann das ja kaum ertragen. Aber jetzt mal, Sie sind ja aus dem Unternehmerkontext, haben Sie eben auch schön beschrieben. Tut Ihnen das hier nicht in der Seele weh, wenn Sie ein solches System sehen und überlegen müssen, welche Effizienzpotenziale das hat, die nicht behoben sind? Ja, also das, bei mir ist es so, mir könnte das jetzt total wehtun. Also ich könnte wirklich daran verzweifeln. Ich entscheide mich immer, das nicht zu tun und irgendwie nach vorne zu gucken und zu überlegen, was ist denn möglich. Weil anders macht es mir einfach keinen Spaß. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man diesen Blick einfach behält, weil das System wirklich so zu verändern, ich bin da ein bisschen desillusioniert. Ich glaube, das kann nicht mal ein Gesundheitsminister wirklich schaffen. Das ist so vertrackt. Ich glaube, wir können nur, und das gibt mir halt Hoffnung, also ich kann ja mal ein bisschen ausholen. Wir befinden uns in einer Welt, die sich immer stärker digitalisiert. Und die Generation, die jetzt ranwächst, die ist gewöhnt, alles eigentlich über einen Klick digital zu bekommen. Und wenn Sie nach heute einer Pflegeschülerin oder einem Pflegeschüler mit einem Fax kommen oder mit Papier, dann sagen die, was ist denn das für ein Scheiß? Und reichen im Zweifel ihre Kündigung ein. Deswegen ist meine Hoffnung, dass die Abstimmung mit den Füßen einfach zu Anbietern, die es schaffen, etwas anzubieten, was sozusagen nicht illegal ist, ja, das ist immer wichtig, man darf ja nichts machen, was verboten ist, aber was das eben ausreizt und was einen effizienten, auch digitalisierten, nutzerorientierten, und das richtet sich nicht nur in Richtung Patientinnen und Patienten, sondern auch in Richtung Mitarbeitende im System, jemand, der schafft, so etwas anzubieten, und wir sehen ja erste solche Pflänzchen, ja, dass dann einfach eine Abstimmung mit den Füßen passiert und das System, das eben ja, dem hinterherläuft und versucht, sich dann zu verändern aus sich heraus. Ein wunderbarer Übergang zu einem ganz aktuellen Thema aus dieser Woche. Wollen wir mal gucken, wer als erstes das Wort Apotheken findet in diesem schönen Systemchart? Da ist es. Apotheken. In dieser Woche hat die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein entschieden, aus dem E-Rezept auszusteigen. Und das wäre ja eine solche super praktikable Lösung. Ich unterstelle der Kassenärztlichen Vereinigung, dass sie schon aus dem E-Rezept ausgestiegen sind, als das Wort zum ersten Mal gefallen ist und jetzt einen Grund gefunden haben. Ja, aber der Grund legt ja auch ein bisschen die Probleme in diesem System offen. Also der Versand ist ja das Argument, der Versand des QR-Codes per Mail ist jetzt der Aufhänger gewesen oder der Grund für die KV auszusteigen. Wenn man ein Stückchen runtergeht und sagt, okay, was hat denn der Landesdatenschutzbeauftragte in Schleswig-Holstein gesagt, dann ist das in der Tat ein Thema. Und die große Frage ist, warum ist denn der Übergang beim Papierrezept in die Verantwortung des Patienten mit Aushändigen und auf dem E-Mail-Wege, die jeder nutzt und im Zweifel ausdrucken, einscannen und verschicken ist legal. Das war ihr Stichwort, die legalen Bereiche, aber direkt digital schicken ist nicht legal. Wo liegt an der Stelle das Problem? Also ich würde da tatsächlich gar nicht in diese Details gehen, weil für mich ist das einfach ein Mindset-Thema. Also ich glaube da ehrlich gesagt, egal was, die hätten irgendetwas gefunden, um dieses Projekt zu torpedieren, weil, seien wir mal ehrlich, es verschiebt Geschäftsmodelle potenziell. Ja, und, unbedingt, ja, zu Plattformen. Genau, wir haben... Aber es sind ja nicht die Apotheken ausgestiegen, das hätte ich ja noch verstanden. Ja, sondern die Kassenärztlichen Vereinigungen. Wenn stationäre Apotheken aussteigen, weil sie Angst haben vor Plattformen, große Versandapotheken, dann wäre mir das ja noch logisch gewesen. Aber dass dass eine Kassenärztliche Vereinigung aussteigt, ist schon absurd. Das stimmt, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, wir haben, glaube ich, von den männlichen Hausärzten oder so gehen 30% jetzt in Rente in den nächsten Jahren, hatte ich neulich mal so eine Statistik rausgesucht. Und wir haben natürlich Einzelarztpraxen, wir haben dieses KV-System mit den niedergelassenen Ärzten, die sind eigentlich gegenüber Anforderungen stehend,
die gar nicht mehr richtig bewältigbar sind. Und Digitalisierung forciert das natürlich noch stärker, dass wir eigentlich hinterfragen müssen, können wir so weiterarbeiten mit diesen Einzelarztpraxen, mit den Niedergelassenen als quasi eierlegende Wollmilchsau. Das sind Unternehmer, die müssen eine Prozesskompetenz auf einmal entwickeln, die müssen eine Digitalkompetenz entwickeln. Und die sind dazu eigentlich gar nicht ausgerichtet. Ja, das sind Ärztinnen und Ärzte, die wollen am Patienten, an der Patientin behandeln. Und jetzt kommen eben diese ganzen Anforderungen. Und das E-Rezept ist nur eines davon und die elektronische Patientenakte auch. Und das ist eben das Einfallstor für ganz viele weitere digitale Lösungen. Also ich muss mich jetzt ein bisschen wehren. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Und ich kann nicht nur faxen, sondern einen QR-Code per E-Mail verschicken würde ich auch den meisten Praxisinhabern zutrauen. Ja, das mag sein, aber das ganze Thema Daten, IT-Infrastruktur, Sicherheit, also was da so mit einherkommt, mit einer digitalisierten Praxis. Und es geht ja auch hier nicht um die einzelnen Ärzte. Es geht um eine es geht um eine KV, also es geht um eine Lobbyorganisation. Und es geht gar nicht so sehr um die einzelnen Ärzte. Ich würde jetzt auch den einzelnen Ärzten gar nicht so unbedingt unterstellen, dass die da alle so übereinstimmen. Ja, es geht einfach um das Machtgefüge. Und es geht darum, wenn man eben Digitalisierung weiterdenkt, was passiert dann mit dem System? Weil wir sehen jetzt, es wird sich umstellen müssen. Wir werden das so vielleicht gar nicht mehr haben in der Zukunft. Versuchen wir es für unsere Hörer abzuschichten. Mhm. E-Rezept sinnvoll, ja oder nein? Ja, natürlich ist das E-Rezept sinnvoll. Ein QR-Code per E-Mail zu versenden oder wie auch immer, kritisch oder nicht kritisch? Damit habe ich mich im Detail nicht befasst, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, aber es muss halt einfach sein und deswegen, ja, muss es eigentlich E-Mail sein, aus Nutzersicht muss es das sein, weil alles andere, wenn man sich einloggen muss mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung, wird es eben nicht funktionieren. Geht in vielen anderen Ländern auch so. Ich glaube einfach, es ist auch an der Stelle jetzt wieder der Versuch, jetzt sind wir bei der Lobbyorganisation, es ist der Versuch, letztlich große Plattformen auszugrenzen, auch von der Auslegung des Gesetzes und dann in der Kommunikationsinfrastruktur des Gesundheitswesens zu bleiben. Und an der Stelle funktioniert die ja jetzt hier gerade auch bei uns in den Kliniken nicht. Leider. Insofern ist da, glaube ich, noch ein langer Weg zu gehen. Wir springen aufs nächste Thema, weil es nimmt das Problem mit. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Es gibt verschiedene Studien. Die letzten Studien haben gesagt, Deutschland hat ein bisschen international aufgeholt, zugegeben von sehr tiefem Niveau. Aber wahrscheinlich mit dem KAZG haben wir einen kleinen Sprung nach vorne gemacht. Trotzdem sind viele Vorschläge, Projekte zur Digitalisierung, jetzt mal außerhalb des KZGs, kommen wir gleich nochmal zu, nicht wirklich in Schwung gekommen. Telematik-Infrastruktur hat ewig gedauert, elektronische Patientenakte, all die Themen, Gematik sind nicht gerade unsere Ruhmesgeschichten. Wer B oder verhindert die Themen? Sind es dann die Lobbyorganisationen, also auch meine eigene, jetzt mal als Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Kassenärztlichen Vereinigungen, der Spitzenverband der Kassen? Ja, also da muss ich ehrlicherweise sagen, das sind so Sachen, damit befasse ich mich ehrlich gar nicht so in der Tiefe. Das ist eigentlich nicht so mein Thema, weil das kann ich einfach nicht machen, weil dann kann ich an den Themen nicht mehr arbeiten. Also ich sehe das, ich nehme das durchaus wahr. Aber für mich geht es eigentlich immer darum zu überlegen, okay, wie können wir es denn jetzt doch möglich machen? Und deswegen richte ich meinen Fokus gar nicht so da drauf, weil dann werde ich total demotiviert, irgendwie mit Digitalisierung und Innovation im Gesundheitswesen zu arbeiten. Und, aber Sie schauen sich schon an den Punkt, wo wir stehen. Also unser Ausgangspunkt ist ja nicht der beste. So, was wären denn für Sie die Punkte, wo Sie sagen, das muss jetzt eigentlich gemacht werden, damit jetzt mal ganz global Digitalisierung über dieses tolle GKV-System gelingt? Das weiß ich nicht. Ist es mehr Geld? Nein, mehr Geld ist es definitiv nicht. Fehlen die Standards oder die gesetzlichen Grundlagen? Die fehlen auch nicht. Nee, also deswegen, ich weiß es nicht. Ich meine, Sie sind ja auch quasi Führungskraft. Ja? Ich habe ja auch schon Unternehmen aufgebaut, ich war auch schon CEO. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich übernehme ein Unternehmen, also stellen wir uns mal das GKV-System als Unternehmen vor. Wenn ich mir jetzt überlege, ich würde ein solches Unternehmen übernehmen, das stände kurz vor dem Bankrott, die Leute würden alle kündigen und ich hätte ein Riesenproblem.
wenn ich jetzt aus einer unternehmerischen Perspektive, dann würde ich sagen, okay, das machen wir alles, das bauen wir einmal von Grund auf neu auf. Und ich würde in diese Problemanalyse gar nicht so reingehen, weil ich wüsste, ich wäre 4 Jahre damit beschäftigt und es würde sich komplett nichts ändern. Und ich glaube, wir müssen da auch weg, also von diesem Fokus auf die Problemanalyse, sondern eher darauf hin, was können wir denn machen. Und ich finde es gerade zum Beispiel super zu sehen, wenn einzelne Akteure im GKV-System, jetzt habe ich gerade gestern, habe ich so einen Report rausgesucht zum Digitalisierungsgrad von gesetzlichen Krankenversicherern. Und da gibt es einige, die machen total viel möglich, obwohl das Umfeld so schwierig ist. Und ich glaube, das brauchen wir. Wir brauchen halt punktuell eben den Fokus auf das, was möglich ist. Und das muss dann eben gemacht werden. Und das muss gut gemacht werden, so dass es eben nutzbar ist, dass es so orientiert ist, dass wir uns immer fragen, welchen Sinn hat das für die Leute? Wo vereinfacht das etwas für jemand? Wo verbessert das etwas für jemand? Und dann eben auch hinterfragen, wie Gesetze gemacht werden. Und Sie hatten ja eben schon Krankenhauszukunftsgesetz angesprochen. Da ist dann zum Beispiel definiert, wir bauen Patientenportale, aber überhaupt nicht, was soll denn damit erreicht werden aus einer Nutzersicht. Und ich komme ja aus der agilen Softwareentwicklung, da beschreibt man alles ja in Form von Nutzen für Menschen oder für den Anwender. Und ich glaube, dass wir dahin müssen und dass man als Unternehmen dann selbst überlegen muss, eigentlich diesen Layer gesetzliche Voraussetzungen, Vorgaben nehmen muss und sich dann aber einen Layer drauflegen muss, wo man sich halt fragen sollte, was bringt es für Leute? Und nur wenn man das positiv beantwortet, sollte man es dann eben auch machen. Ja, ich höre ja gerne Ihren Podcast und den einen oder anderen Kassenvertreter hatten Sie auch zu Gast. Genau. Ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln, weil wenn Sie es nebeneinander legen, ist das das gleiche Problem, was auch die Leistungserbringerseite hat. Jede Krankenkasse macht ihrs. Die eine ist dann ein bisschen innovativer als die andere. Nehme ich jetzt mal den Podcast, den Sie auch mit dem Kollegen der Techniker Krankenkasse gemacht haben, sehr interessant. Die Techniker ist da sehr innovativ und sicher auch in den Use Cases jetzt mal aus Ihrer Sicht auch genau der Beschreibung, was ist denn letztlich für den Patienten oder für den Versicherten dann ein guter Weg, da ist sie weit vorne. Aber jede Krankenkasse macht ihrs und das, glaube ich, tun sie, weil die gesetzliche Grundlage des Standards fehlt. Und am Ende haben wir dann eben keine übergreifenden Lösungen und verschwenden so wahnsinnig viel Geld. Und das ist der Punkt, über den ich mich dann aufrege, weil wir können natürlich ein KZG machen, also Krankenhauszukunftsgesetz an der Stelle mit sehr, sehr viel Geld für die Krankenhäuser. Am Ende gibt es aber keine Standards, die Krankenhäuser eben dann in der Verausgabung der Mittel dazu zwingen, auf gemeinsame Lösungen zu gehen. Und es erschließt sich mir nicht, warum jede Krankenkasse ihr eigenes Rechenzentrum hat, jedes Krankenhaus ein eigenes Rechenzentrum, jeder hat ein unterschiedliches Krankenhausinformationssystem. Und am Ende haben wir zwei Punkte, viel Geld ausgegeben und keine Nutzung der Daten möglich, weil keine gemeinsame Lösung. Ich glaube, also da haben Sie sicherlich recht. Ich glaube, das Problem ist, wenn man sich den Gesetzgeber mal anguckt, dann mal sieht, was die so in den letzten Jahren auch immer gut gemeint, da so mit Standards irgendwie gemacht haben, dann ist es ein zweischneidiges Schwert. Ich finde es halt interessant, es ist ja ein Change-Prozess, ne? Und man kann sich ja fragen, warum müssen die das denn alle selber ausprobieren und so und in diese Probleme reinlaufen? Es gibt keine Interoperabilität, es gibt keine Standards, man kann die Sachen nicht einheitlich nutzen, nicht übersetzen. Und für mich ist das total klar, weil ich habe auch schon mal ein Unternehmen durch einen Change-Prozess geführt und mich fragen immer Unternehmen, wie mache ich das denn jetzt? Und das Problem ist aber, man muss leider diesen, ich nenne das Bewusstseinsbildungsprozess, man muss den leider selbst durchlaufen als Organisation oder auch eben als Teil einer Industrie. Wenn man jetzt das von außen aufoktroyierten Standard für ein E-Rezept meinetwegen, dann funktioniert es halt auch wieder nicht. Das ist, das ist, glaube ich, ein Stück weit ein Problem. Ist richtig, man muss durch diesen schmerzhaften Prozess gehen. Am Ende hat man ein Produkt und dann kommt aber der Datenschutz und sagt, jetzt geht es nicht. Und da wäre ja vorher eine gesetzgeberische Klarstellung, was geht. Also ich würde mir das wirklich mal wünschen. Was geht digital mit Gesundheitsdaten und was geht nicht? Diese Klarstellung wäre sehr hilfreich und dann hätten deutlich mehr Unternehmer auch den unternehmerischen Mut, Geld zu riskieren und zu investieren, um Lösungen zu entwickeln. Aber wenn wir alle nicht wissen, darf ich jetzt ein Patientenportal machen und welche Daten innerhalb eines Portals, mit welchen Zugangswegen, darf ich denn verschicken?
Oder darf ich den Patienten auch zur Verfügung stellen? Dann ist das schwierig mit dem Portal. Und das ist ja jetzt ein Thema der Versandapotheken. Mhm. Die haben alle entwickelt und haben ihre Lösungen entwickelt, aber jetzt gibt es keine QR-Codes dazu. Ja, ist ein Problem, klar. Wenn man seinen genau, und dann muss man sich halt in dem Moment was anderes überlegen. Ja, also, aber das ist. Aber für den Patienten muss es doch einfach sein, oder nicht? Also genau, für den Patienten, ich will mich doch nicht dreimal auf einem Portal einloggen müssen, um verschiedene Stufen zu durchlaufen, sondern nur einmal und will auf einem Portal alle Möglichkeiten haben. Klar. Und ansonsten kann man eben davon ausgehen, dass diese Lösungen eben dann nicht entwickelt werden, nicht genutzt werden. Und ich glaube, das ist ein Thema. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht wirklich, dass, wenn der Gesetzgeber das jetzt regeln würde, dass es dann eine Transparenz und Einheitlichkeit gäbe, weil dann gäbe es wieder weitere Auslegungen, die total individuell sind, je nachdem, wo man dann ist. Wir haben ja eigentlich ein ähnliches Datenschutzrecht, aber wir haben halt in jedem Bundesland einen anderen Datenschützer oder Datenschützerin dann noch, da die von das, den Kirchen. Da ist wieder das Föderalismusproblem. Genau. Und das also ich vermute, dass es so einfach tatsächlich gar nicht ist. Man kann aber viel machen. Also man kann ja seine Prozesse dahingehend anpassen, dass man versucht, Datenschutz von vornherein mit einzubinden, dass man versucht, dass man auch richtig mit denen kommuniziert, also dass man denen wirklich sagt, so und so stellen wir uns das vor, wir haben das geprüft und wir glauben, dass das geht. Habt ihr einen besseren Vorschlag? Ich glaube, wir müssen ein bisschen wegkommen von dem Begriff auch Datenschutz hin zu Datensicherheit, weil um die geht es eigentlich. Und Gesundheitsdaten müssen extrem sicher sein. Und dann hat man ein Stückchen weit eine andere Diskussion auch, was Problemlösungen betrifft, die wir jetzt nicht haben. Aber mal Frage, hat die Bundesregierung denn, bevor ich zur Frage, ob sie es kann, komme, hat die Bundesregierung denn eine Digitalstrategie fürs Gesundheitswesen? Also ich habe eine Einladung bekommen zur Vorstellung der Digitalstrategie Anfang September. Ich bin leider nicht da. Ja, habe ich auch bekommen. Im Vorfeld hatte ich auch die Einladung bekommen, an einem Interview teilzunehmen. Ja, genau. Wurde ich schon gefragt? Ja, ich wurde schon gefragt. Ja, ich bin noch dran. Das war lustig. Das verleitet mich ja zur Annahme, dass es gar keine Strategie gibt. Ja, gut, aber jetzt ganz ehrlich, also das wissen Sie ja auch, wenn Sie ein Unternehmen führen. Die Mitarbeitenden, die sagen immer, es gibt keine Strategie. Ich habe die Strategie nicht verstanden oder das ist mir neu. Also das ist ja normal, dass sozusagen die Strategie nicht so, oft nicht so klar ist. Und ich bin da auch wirklich, also ich finde es total okay, dass Sie mir diese ganzen Fragen stellen. Aber was so das Gesundheitssystem angeht, und die Spezialistin jetzt für diese Nitty-Gritty-Things im Gesundheitssystem, die bin ich einfach nicht. Aber Sie haben den Überblick. Und ich habe den Überblick, ja, nee, ich hab auch nicht den Überblick. Ich habe einfach ein anderes Mindset. Ich glaube, mein Ding ist einfach eine andere Haltung, daran zu gehen und wirklich zu überlegen, wo ist eine Lücke, wenn man so formulieren will, wo kann man etwas machen und da zu gucken, auch die Leute zu finden, die so denken und die dabei zu unterstützen, andere Leute zu finden, die vielleicht auch im System sind, die Bock auf Veränderung haben. Und ich gehe immer nur über solche Ebenen und gucke gar nicht so, sagen wir, so mechanisch. Ich bin ja Politikwissenschaftlerin von der Ausbildung, also ich verstehe schon solche Systeme, aber so im unternehmerischen Kontext mache ich das einfach nicht, weil es dazu führt, nicht funktioniert. Aber ich glaube, wir verändern wollen ja alle. Genau. Also ich treffe immer gar keinen, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, ich treffe ja immer gar keinen, der sagt, ich bin zufrieden mit dem System. Also alle wollen es eigentlich verändern und ich bezweifle auch immer, wenn man sagt, na, da kommen die Menschen nicht mit und da dürfen wir niemanden überfordern und denk mal an die ältere Generation, die kommen mit dem iPad und sowas nicht zurecht. Glaube ich alles nicht, sondern auch diese Patienten wünschen sich einfachere Prozesse und einen einfacheren Zugang. Aber wir gucken ja einfach auch häufig nicht auf die Lösungen, die da sind, gerade mal internationale. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob oder wie weit Sie da auch gerne den Blick mal über die Landesgrenzen machen. Für viele unserer Probleme gibt es ja auch internationale Lösungen. Und jetzt mal während Corona, um es allgemein zu machen, habe ich mich schon darüber geärgert, dass andere einfache Lösungen, einfachere Apps und pragmatischen Umgang auch mit Daten finden, Israel ist mal das Beispiel, und wir nicht einfach abgucken können. Wäre das nicht auch ein Weg? Ja, natürlich wäre das ein Weg, klar. Das wäre ein Weg. Und das
Das funktioniert aber nicht im System, sondern das funktioniert, wenn einzelne Personen in einzelnen Organisationen anfangen, etwas zu schaffen und dann sich idealerweise, ich weiß, Leuchtturmprojekt kann auch kein Schwein mehr hören und auch Modellvorhaben kann man nicht Pilot. Mehr hören. Also bei uns sind oder Pilot, Pilot, genau, das kann man nicht mehr hören, aber ich glaube, dass eben das der Weg ist. Ich glaube, diese Hoffnung, ja, dass sich dieses System in irgendeiner Form so verändert, dass diese Verkrustungen sich aufbrechen, das wird einfach nicht passieren, weil dazu gibt es viel zu viele Einzelpersonen. Das frustriert mich jetzt. Ja, ich habe die Hoffnung immer noch. Nein, es gibt, also zumindest nicht so einfach, weil es gibt zu viele Einzelpersonen, die auch ein Interesse daran haben, dass sich nichts verändert. Es gibt zu viele, das sehen wir auch bei den Behörden, also da gibt es einfach zu viele Personen und das sind Menschen, das ist nicht das System, sondern das sind einzelne Menschen in diesem System, die sich dazu entscheiden, Veränderungen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Und die stellen sich natürlich nach vorne hin und die sagen, ich bin natürlich pro Innovation, aber ihr habt das ja alles nicht gut genug gemacht. Und deswegen müssen wir das jetzt alles stoppen. Und das sind einzelne Menschen. Und das muss man eben auch ganz klar benennen. Und das sind auch einzelne Datenschützer, die, und das finde ich immer schwierig in solchen Rollen, ich finde, diese Rollen, das braucht Menschen, die einen Service-Gedanken haben, die einen Möglichmacht-Gedanken haben und die nicht ein dickes Ego haben, so nach dem Motto, ihr habt mich nicht gefragt und jetzt blockiere ich das alles. Und das ist aus meiner Sicht das Problem. Es ist nicht das abstrakte System, es sind einzelne Personen in diesem System, einzelne Menschen, die versuchen, also einfach Innovation zu verhindern und die dann ein Narrativ auch in die Öffentlichkeit zum Teil tragen. Und Sie hatten jetzt eben gesagt, Datenschutz, Datensicherheit, diese Themen zum Teil auch in öffentlichen Diskussionen über meinetwegen Startups, die mit Daten arbeiten oder Unternehmen, die mit Daten arbeiten, die werden vermengt. Und es wird auch in der, sagen wir, Öffentlichkeit bewusst so dargestellt, als hätten wir zum Beispiel ein Datenschutzproblem, auch wenn es mal ein Datensicherheitsproblem gibt oder umgekehrt. Also, richtig, ja. Richtig. Und jeder Hackerangriff und jedes Problem eines Krankenhauses ist dann gleich ein grundsätzliches Systemproblem. Bin ich völlig bei Ihnen. Aber ich wäre da gar nicht so pessimistisch. Ich glaube schon nochmal, dass die Bereitschaft zur Veränderung da ist und dass die reinen Blockierer, wie Sie sie beschreiben, gar nicht das Thema ist. Ich habe auch ein großes Verständnis für alle Lobbyorganisationen, die gucken, dass ihre Mitgliedseinrichtungen ihre Pfründe bewahren. Verstehe ich auch. Was ich nicht verstehe, ist, dass die einzelnen Player, egal ob ambulant, stationär oder auch Kostenträger, Leistungserbringer, nicht die Chance erkennen, die in neuen Geschäftsmodellen und in Digitalisierung liegt. Also ich sehe ja gar nicht das Risiko, jetzt auch als stationärer Krankenhausbetreiber, dass ich jetzt das eine oder andere Krankenhaus verliere, würde ich auch machen, sage ich auch mal, dass wir sie zumachen würden. Aber ich sehe dann auch gleichzeitig, dass ich eine Chance habe in der ambulanten Leistungserbringung, weil die Versorgung einer Region muss doch trotzdem sichergestellt werden. Und daraus ergeben sich Chancen. Und warum ist das denn, Sie sprechen mit so vielen Menschen, warum ist diese Sichtweise nicht gegeben, im ersten Mal die Chance zu sehen? Ja, also dazu muss man ja sagen, ne? Sie haben ja einen relativ großen Klinikbetrieb, also sie haben mehrere Versorger, alles eigentlich im Portfolio und sie haben natürlich auch Kompetenzen in dieser Art von Unternehmen und Möglichkeiten, auch aus der Geschäftsführung heraus überhaupt über den Tellerrand zu blicken, was ja eigentlich die Aufgabe von Geschäftsführung ist, ne? Immer zu gucken, wo geht es hin, wo müssen wir eigentlich in 5 Jahren stehen, wie müssen wir uns vorbereiten und ich habe das ja eingangs schon gesagt, ich glaube, diese Kleinteiligkeit unseres Systems, diese vielen kleinen, einzelnen, mini-kleinen Krankenhäuser, kleinen Einzelarztpraxen etc., da gibt es sicherlich einzelne Leute, die da total drauf Lust haben, aber man hat ja auch ein gewisses Zeitspektrum. Der Tag hat ja nur 24 Stunden und wenn man überlegt, wir haben eine Corona-Krise, wir haben die Anforderungen des Krankenhauszukunftsgesetzes, wir haben Finanzierungslücken, wir haben Personalmangel, also total viele Themen. Erinnern Sie mich nicht dran. Genau, also und dann muss man sich mal überlegen, da gibt es so viele Player in diesem System, die das gar nicht hinkriegen, allein schon zeitlich oder von dem Personal, was dort zur Verfügung steht, sich darüber Gedanken zu machen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, und da gibt es ja dieses berühmte Buch The Innovator's Dilemma, es reicht auch, wenn man den Wikipedia-Artikel dazu liest, wie schwer es ist, aus einem System heraus zu innovieren, weil Sie haben natürlich auch als Unternehmen
sind sie ja natürlich gewinnorientiert und haben einfach auch monetäre Zielsetzungen und haben irgendwo eine Cash-Cow. Und das ist meistens ein Geschäft, was jetzt vielleicht noch läuft, was vielleicht aber in 5 Jahren, wenn sich das alles so umstellt, vielleicht nicht mehr so läuft. Und so Wandel, Innovation im laufenden Geschäft ist einfach super schwierig. Und das schaffen nicht so viele Unternehmen. Dazu muss man eigentlich die Prozesse, dazu muss alles total aufgeräumt sein. Und manchmal ist man dann einfach an anderen Baustellen dran. Also das sind einfach diese ganz banalen Themen des unternehmerischen Alltags, glaube ich, die da oft zu Problemen führen. Und deswegen meine ich auch, es gibt eben diese Leuchttürme, es gibt Unternehmen, die schaffen das zu innovieren. Die schaffen das auch neben dem laufenden Geschäft, meinetwegen neue Geschäftsbereiche zu entwickeln, erfolgreich. Es gibt andere, es gibt Start-ups, wobei das sich auch total verändert hat im Gesundheitswesen. Vor 10 Jahren sind lauter Leute in das Gesundheitssystem gekommen, die wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten und gesagt haben, ich baue das jetzt mal so wie so ein E-Commerce-Anbieter. Das hat sich ja auch total verändert, weil es gibt viele, die aus dem Gesundheitswesen stammen oder die schon das zweite, dritte Mal gründen. Ja, und es wird fokussierter, fokussierter. Es wird fokussierter und Sie sagen jetzt, okay, es gibt nicht so viele klare Regelungen vom Gesetzgeber, aber in einigen Bereichen gibt es ja schon mehr, als es noch vor 10 Jahren gab. Ja, Regelungen gibt es genug, sogar zu viel. Die Standards. Ja, oder Standards, genau. Aber es ist klarer, was so forciert wird. Und ich glaube, ich glaube einfach, es kann nicht jedes Unternehmen erfolgreich innovieren. Das geht einfach nicht. Da bin ich bei Ihnen, da haben es kleine, vor allem Start-up-Unternehmen natürlich schwerer, weil sie die Behäbigkeit der Großen, und da sind wir ja dann ab und an schon, auch in Verwaltungsstrukturen, die schwierig sind, weil sie das nicht mitnehmen oder sie nicht belastet. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, weil die Erfahrung nicht da ist, das Risiko, dann auch kapitale Fehler zu machen und Böcke zu schießen, ein bisschen höher. Trotzdem ist natürlich richtig, Start-up-Szene ist da Innovationstreiber. Müsste sie nicht stärker gefördert werden? Also immer die etablierten Anbieter im Gesundheitswesen werden mit KZG-Mitteln überschüttet. Die Förderung für die Start-ups fehlt eigentlich. Nee, die fehlt eigentlich nicht, würde ich nicht sagen. Also ich finde, das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Also ich bin da total skeptisch, was so Start-up-Förderung angeht, weil das Problem oft ist, dass man dann in irgendwelchen Evaluationsbögen festhängt, statt sich um sein Unternehmen zu kümmern. Ich glaube, man kann das schon so stehen lassen. Auf der anderen Seite haben Startups einen entscheidenden Vorteil, weil sie müssen ihren Shareholdern einmal im Quartal Zahlen liefern und da muss auch relativ schnell irgendwie stehen, dass man damit zumindest profitabel ist oder nicht zu lange rote Zahlen schreibt. Ich habe nur einen Shareholder, das macht es leichter. Oder einen Shareholder, genau. Aber im Start-up-Bereich, gut, das ändert sich gerade so ein bisschen, auch durch die Wirtschaftskrise, ne, das ändert sich gerade natürlich so ein bisschen, aber als Start-up hat man eben den Luxus, dass man ja auch ein Geschäftsmodell, was in der Zukunft funktionieren wird, verkauft. Das heißt, man hat die Möglichkeit zu investieren in etwas, was sich vielleicht noch nicht refinanziert. Und das hat man in Konzernen, in Unternehmen häufig nicht so. Von daher ist das eine ein Nachteil, das andere ist ein Vorteil. Ja, aber Sie haben auch als Startup die Finanzierungsrunden, die Sie durchlaufen müssen. Da ist die Challenge. Und am Ende die PIs glauben auch nicht mehr jede Fantasie. Ja, klar. Auf der anderen Seite macht es eben etwas möglich, was man in einem laufenden Geschäftsbetrieb so vielleicht nicht machen kann, weil das Risiko zu groß ist, weil der Gewinn zu sehr in der Zukunft liegt. Ja, genau, aber vielleicht auch, weil das Risiko zu groß ist. Ne? Das muss man eben aussehen. Aus meiner Sicht braucht es da ein gutes Zusammenspiel. Und das ist ja auch der Sinn von risikokapitalfinanzierten Startups, dass die irgendwann von einem Unternehmen gekauft werden oder ein IPO machen. Und das ist ja sozusagen auch das Ziel. Ich finde das total gut, weil aus meiner Sicht kommt da total viel Bewegung ins System. Ja? Was glauben Sie, sind die Innovationen, die auch durchaus von außen kommen fürs Gesundheitswesen, die uns am meisten in den nächsten Jahren verändern? Genau, also ich glaube tatsächlich alles, was wirklich das, was Patientinnen und Patienten heute gewohnt sind, bequemer macht und besser macht,
dass das große Gamechanger sind. Ich finde es total interessant zu beobachten, gerade, dass es sehr viele Anbieter gibt, die mit komplett prozessoptimierten und digital optimierten Arztpraxen, also ambulanter Versorgung, jetzt auf den Markt gehen mit ganz unterschiedlichen Modellen. AVI Medical und Co. Eterno, WeWork für Ärzte, genau, also ganz unterschiedliche Modelle, die aber ja, gemeinsam haben, dass sie komplett consumer-centric gedacht sind, also aus Nutzersicht gedacht sind. Wenn ich da auf die Webseite gehe, die Terminbuchung mache, irgendwie vorher eine Anamnese mache, genau sage, was will ich denn vor Ort machen, wie ich da durchgeführt werde durch den ganzen Prozess, dass ich kaum Wartezeit habe, dass auch die Prozesse sozusagen auf der mitarbeitenden Seite total durchoptimiert sind. Das finde ich enorm spannend, weil ich glaube, dass das Standards setzt, auch für die Art, wie Leute gerne arbeiten wollen. Das ist alles noch to be defined, also das sehen wir noch, ob das wirklich auch so funktioniert. Aber diese Ansätze finde ich total interessant. Und dann finde ich super spannend, gerade mir Gen Z anzugucken. Also junge Leute, die eigentlich das gar nicht mehr gewöhnt sind, irgendwie zu warten oder die Instant Gratification aus digitalen, also ich habe jetzt gerade heute geguckt, ARD-Online-Studie, Jugendliche, also junge Menschen von 14 bis 29 sind im Schnitt 7 Stunden am Tag im Netz, davon 4 Stunden auf Social Media. Und was ich auch interessant finde, ist solche Anbieter wie Dermanostic, ne? Das ist ja so ein Teledermatologie-Anbieter, die auf TikTok total unterwegs sind. Die haben da irgendwie 250.000 Follower und die haben mir erzählt, ihr Durchschnittsalter von ihren Kunden ist irgendwie 26. Und die zahlen halt selber. Lieber als zum Arzt zu gehen, weil das ist so irgendwie eine Ärztin, die sehen die auf TikTok, da vertrauen die. Und ich glaube, da machen wir uns gerade noch, also jetzt so im Gesundheitswesen, in Anführungsstrichen, noch gar keine Vorstellung, was da jetzt halt auf uns zukommt. Und das betrifft die Seite der Patientinnen und Patienten, aber auch der Mitarbeiter. Richtig, und da sind wir auch nur in der Frage smarter Leistungserbringung. Da sind wir ja noch nicht mal bei unbedingt bei KI. Das hat manche auch, da sind wir noch nicht mal bei KI oder bei Plattformökonomie. Wie sehen Sie es mit den Plattformen? Entstehen große Plattformen? Und wenn ja, also fürs Gesundheitswesen, wer wird sie betreiben? Die Frage zielt jetzt wieder auf Apple, Amazon. Ja, genau. Ich würde natürlich es gut finden, wenn das jemand anders betreiben würde, aber einfach mal ehrlich. Also, Aldi, Lidl, Otto bieten sich auch noch an. Ja, die bieten sich ja auch noch an, die gehen da ja auch gerade rein. Also zumindest zum Beispiel Otto mit Schweizer Telemedizinanbieter, den die gekauft haben. Ich glaube, dass... Also wir haben ihn kurz vorher verkauft, aber ist eine andere Geschichte. Ja, das habe ich... hat auch seinen Grund. Das hat auch seinen Grund, genau. Das ist noch abzuwarten, aber... Klar, eine Plattform ist natürlich bequem. Also Plattformen zu nutzen ist natürlich bequem. Ich weiß es nicht. Ich mit dem Plattformthema habe ich mich so extrem im Detail gar nicht befasst bisher, dass ich da jetzt so eine super fundierte Prognose abgeben könnte. Ich glaube, am Ende wird es total zentral sein, dass es einfach nutzerfreundlich ist. Und wenn die Plattformen das schaffen, Nutzerfreundlichkeit anzubieten, dann werden die Leute anfangen, es zu nutzen. Das ist einfach das Ding. Und Unternehmen wie Amazon, die können halt User-Centricity. Die verstehen halt, die sind halt für jeden, der in dem System arbeitet, eher schlecht. Und für jeden, der es aber als Kunde nutzt, total genial. Ja, das ist leider so. Und ich glaube, da ist auch ein Unterschied, auf welchem Level man da ist. Wenn man jetzt da im Tech-Team arbeitet, ist vielleicht auch was anderes. Und das Gleiche ist das Thema KI oder Algorithmen, Unterstützungssysteme. Das ist das zweite Thema. Ich hatte ja eingangs gesagt, alles, was etwas vereinfacht oder etwas verbessert. Und da sehen wir schon einzelne Lösungen, singuläre Lösungen. Ich weiß Ärzte, die Ada nutzen, um zu gucken, ich verstehe nicht, was der Patient hat. Ich gehe da selber mal rein. Oder es gibt Lösungen. Eines der großen Missverständnisse, glaube ich. Viele Ärzte nutzen diese Tools auch sehr gerne oder gerade mal in der Bildgebung zum Beispiel, in der Radiologie und sehen eben genau diese Programme, Möglichkeiten
nicht als, als Risiko oder Gefahr, dass es demnächst dann keine Radiologen mehr gibt oder als Konkurrenz, sondern sie sehen es als Hilfsmittel. Und das genau, ist an der das Stelle ist auch es, wieder, ja. Genau, das ist es. Und ich glaube, da kann es einen sehr, sehr großen Qualitätsvorteil bringen, ja, klar, für unser System. Genau. Und warum sollte man dieses Hilfsmittel nicht nutzen? Und das zweite Hilfsmittel, was, glaube ich, durch Digitalisierung auch auf den Schirm kommt, ist der Patient, die Patientin selber. Denn das ist, sagen wir, eine Ressource, die wir heute im System auch noch gar nicht benutzen. Also so, jetzt, so blöd formuliert, wir benutzen die Patientinnen und Patienten nicht. Aber das tun wir halt strukturiert viel zu wenig. Also wenn man jetzt guckt, wir haben in den Leitlinien, steht dann irgendwie einem Diabetes-Patienten, müssen sie sagen, ja, ernähren Sie sich mal gesünder. Okay, vielleicht kriegt die Person noch eine Diabetes-Schulung. Aber dass jemand richtig einen Companion an die Hand bekommt, jemand, also was Digitales oder dass auch Medikamente vielleicht nochmal in der eigenen Sprache erklärt werden, sodass man versteht, was man da einnimmt, das nutzen wir eben heute alles erst in den Anfängen digital. Aber wir können digitale Lösungen nutzen, um einfach Selbstwirksamkeit von Patientinnen und Patienten zu erhöhen. Und die auch wirklich einzubinden, die auch in die Verantwortung zu nehmen. Und ich rede jetzt nicht von Zwang oder davon, unbedingt irgendwelche Versicherungsschemes daran dann zu orientieren. Ich rede alleine von einem Angebot, was Menschen hilft, wirklich mit ihrer Gesundheit besser umzugehen. Also sind wir ja bei auch ein bisschen bei dem Thema DIGAs. Genau, richtig. So, es gibt viele, viele gute DIGAs auch. Wir haben in der Psychiatrie Angebote, dass dann eben auch eine Hilfe bei der Nachsorge, also nach dem stationären Aufenthalt stattfindet. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, das Thema DIGA ist jetzt nicht mehr so richtig am Laufen. Irgendwie politisch nicht gewollt, Kostenträger nicht so richtig heiß drauf. Nehmen wir mal die Technikerkrankenkasse. Ja, naja, ich würde sagen, das ist einfach ein Reality-Check jetzt gerade. Denn ich glaube auch im letzten Jahr und vorletzten Jahr wurde ja wirklich alles finanziert, was nicht bei drei auf dem Baum war, was sich DIGA angeschrieben hat. Das ändert sich gerade. Und ich glaube, ich habe selbst ja schon Medizinprodukte auf den Markt gebracht und man unterschätzt als Anbieter, es ist ja wahnsinnig komplex, so eine DIGA auf den Markt zu bringen mit den ganzen Lösungen. Also man muss sich durch diesen BfArM-Prozess, das ist alles super transparent. Ich finde den auch gut gemacht, aber es ist trotzdem einfach ein richtiger Kraftakt. Und ich glaube, viele DIGA-Anbieter haben einfach nicht so sehr darauf fokussiert, was machen wir denn danach? Also wie machen wir den Vertrieb? Wie kommen wir an die Leute? Wie ist das Geschäftsmodell? Wie ist das Geschäftsmodell, genau, wirklich? Und wie kommen wir an die Leute auch ran? Und an die Patientinnen und Patienten? Und aus meiner Sicht gibt es auch einige, die man vielleicht nicht wirklich braucht. Andere wiederum, die total viel Sinn machen. Und es gibt auch andere digitale Gesundheits-Apps, die sich nicht für DIGAs zum Beispiel eignen. Medical Motion finde ich eine super App, die nutze ich selber so für Physiotherapie. Die ist aber, die geht von Rücken über Arme, man kann eben alles anpassen. Und diese App, die setzt sich nicht auf eine Abrechnungsziffer und ist damit nicht DIGA-fähig, weil man da eben nur eine Abrechnungsziffer vergütet bekommt. Also das ist wieder auch auf mehreren Ebenen, aber. Und den Satz will ich noch zu Ende sagen, was ich halt interessant finde an DIGA ist, die eignen sich natürlich nur für Patientinnen und Patienten, die als Bewältigungsstrategie ihrer Krankheit eher aktiv sind. Ja, es gibt ja auch welche, die sind inaktiv und wollen gar nicht aktiv werden. Für die eignet sich das natürlich nicht. Das muss man auch ganz klar sagen. Und das finde ich auch spannend, dass wir eigentlich über DIGA zu einer Segmentierung so von Patientenbedürfnissen kommen müssten. Und das Zweite ist, 80% davon nutzen komplett verhaltenstherapeutische Ansätze für die Onkologie, für Diabetes, für Herz-Kreislauf, für whatsoever. Depressionen, genau. Ja. Aber immer auch für alle anderen Erkrankungen. Und das ist auch etwas, was ich eben meine. Es ist ein komplett unterrepräsentierter Bereich in unserem Gesundheitssystem. Wir benutzen die Ressource, Patient, Patientin, die Eigenwirksamkeit gar nicht. Und wenn man Arzt oder Ärztin ist, dann weiß man, wenn jemand motiviert ist, vielleicht auch sein Leben zu verändern, eine chronische Erkrankung gerade hat, dann ist die Prognose um ein Vielfaches besser. Und das finde ich halt interessant, wenn man das wieder so in den größeren Kontext hebt. Also ich sehe da total viel Potenzial und ich sehe das jetzt so als Kinderkrankheiten. Absolut. Fällt mir ein Podcast-Kollege von Ihnen ein, ich sage jetzt mal nicht, wer es war, der gesagt hat, seine Community möchte unbedingt erfahren, hat mich eingeladen, wie so ein Dinosaurier
wie wir halt kurz vorm Aussterben denkt. Was glauben Sie, alle etablierten Anbieter müssen jetzt Angst haben, bald vom Markt zu sein und es gibt nur noch Start-up und Digger-Companies? Nee, natürlich überhaupt nicht. Also, da muss ich sagen, ich finde, Arroganz in beide Richtungen tut überhaupt nicht gut. Also aus dem System heraus auf Startups mit einer Arroganz zu gucken, habe ich auch schon gehört. Schon auch total oft, finde ich immer total blöd. Genauso wie aus der Startup-Sicht zu sagen, ja, die alten Säcke da, wir hauen denen jetzt mal richtig irgendwie hier eins rein und zeigen denen mal, wie es wirklich geht. Davon halte ich auch überhaupt nichts. Ich finde es lustig. ja, genau. Ich glaube, dass es... Das ist nicht zum, also es bringt nichts, so zu denken. Ich glaube, es ist einfach wichtiger zu überlegen, wo liegen die Vorteile in den jeweiligen Perspektiven und wie kann man vielleicht kooperieren. Ich glaube, und das finde ich interessant, ich glaube, dieser Kooperationsgedanke, und Sie sagten das ja, es gibt total viele GKV und jeder macht sein eigenes Ding. Es gibt dann diese, wie Sie, Krankenhausketten, die machen auch ihr eigenes Ding. Dann gibt es Pharma, da macht jeder sein eigenes Ding. Aber wir sehen, oder was ich sehe, ist totale Gesprächsbereitschaft. Noch vor 10 Jahren waren so einzelne Player, waren so, der andere macht was, geh mir weg, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben und ich will mit euch auch keinen Deal mehr machen, wenn ihr mit denen irgendwie einen Deal macht. Das verändert sich gerade total und das Thema Kooperation wird total relevant, selbst bei Pharma. Also selbst bei denen und das finde ich total gut, weil ich glaube, das ist das richtige Mindset, nicht zu sagen, irgendwie, wir sind jung, ihr seid alt, wir sind groß, wir sind klein, wir sind besser, ihr seid Mist, ihr müsst verschwinden, sondern wirklich zu überlegen, wie kann man kooperieren. Ich würde es mir wünschen. Robert, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Alles Gute und bis auf bald. Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne.